Falsche Papiere. Phelps, Bukowski. Beat cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Gut, los geht's. Möglichen Autodiebstahl untersuchen, Anruf wegen gestohlenem Fahrzeug. I swear, the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Coles? I don't believe it. So, ist das denn wirklich schlimm, wenn immer neue Arbeit reinkommt? Ist doch ganz gut eigentlich, wenn die Arbeit nicht ausgeht. Man kann ja auch nicht immer irgendwelche spannenden Fälle erwarten. Wo ist denn jetzt eigentlich Bukowski? Komm mal. Und ich nehme mal an, dass... so, einmal aufs Eck. Ich nehme auch mal an, dass das nicht nur... Also, dass das nicht die einzigen Fälle sein werden, die Cole macht. Ich wonder what Veronica Lake makes of that one. You hear whether they're making any progress? Well, Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manly character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. So, ich habe gerade unten gelesen, deswegen habe ich gerade fast einen Unfall gebaut. Weil ich glaube, dass mit der Dahlia, das ist, wenn ich mich nicht irre, dann der Mordfall, der hier die Hauptstory weiter vorantreibt. Momentan sind wir noch eher in so einem Vorgeplänkel, würde ich sagen. So, da sind wir auch schon am Tatort, Mensch. Beziehungsweise am Fundort. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. 6 West 2nd Street, 12.20 Uhr. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get it! Na klar. Ja, was ich vorhin sagen wollte, ich glaube, die Fälle, die wir hier bearbeiten, sind wohl auch nicht alle Fälle, die Cole erlebt, sondern es sind wahrscheinlich nur die spannenden. Gut. Ich weiß nicht, ist das jetzt so ein kleines Intermezzo hier, weil an sich gibt es ja momentan nicht viel zu ermitteln, ne? Gestohlene Karre taucht auf. Typ sitzt drin. Typ wird gleich gestellt und dann ist gut. Oder passiert hier noch mehr dabei? Ich frage mich auch mal bei diesen Verfolgungsjagden, ob es wirklich viel bringt, denen so reinzurasseln, weil an sich stört sie das nicht wirklich, ne? So, jetzt haben wir nochmal schön erwischt und wir sehen, der ist unglaublich festgeschweißt auf seiner Spur. Es bringt also eigentlich gar nichts, die zu rammen. Außer, dass sie danach ein bisschen derangiert aussehen. Na gut, diesmal war es besser. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Put your hands where I can see them. Get bracelets on him, Phelps. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Cliff Harrison. Coombs Automobile. Ich glaube, darum geht es da jetzt wahrscheinlich. Also Autohehlerei. Haben wir also doch ein bisschen mehr dahinter wahrscheinlich dann. Unterzeichner Cliff Harrison. Adresse. Ja, das ist ja die Adresse, unter der er gefunden wurde. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal bei Coombs Automobile vorbei. Adresse haben wir ja. Wir sind noch am 11.01. Das heißt, das ist jetzt wirklich alles innerhalb von ein paar Tagen gewesen. Das ist ja merkwürdig. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Modell Kaiser Frazier. Gut. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Okay, geht klar. Naja, jetzt hat er ein zerbeultes Auto. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Glaube ich ihm. And the ownership papers? From the same place. So, irgendwas Spannendes wahrscheinlich nicht, ne?
kalifornischer Fahrzeugbrief, bla bla. Gut, schön. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Befragen wir mal lieber weiter. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Der doch nicht. You expect us to believe you? Nein, ich. Hallo, ich hab doch auf die 1 gedrückt. Hey, ich hab doch. Hab ich aus Versehen auf Anzweifeln gedrückt? Das wollte ich nicht. Ach, kommt schon, Leute. Ich hab auf die 1 gedrückt. Mmh, ihr Schweine. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. He made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. So, ach, das hat mich gerade geärgert schon wieder. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, detective. You know who my father is? Ist mir egal. We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Boah, das hat mich gerade geärgert, weil ich eigentlich fang und verhafte Cliff Harrison, bevor die uniformierte Verstärkung eintrifft. Aha, okay. Das hat mich jetzt gerade schon ziemlich geärgert, weil ich natürlich What? Eigentlich Wahrheit nehmen wollte. I think he's telling the truth. Ja, natürlich hat er das. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Ja, aber der nicht. Hast du dir mal angeguckt? Ach Mann. So ein Scheiß. Und das verhagelt mir dann wieder die Statistik. Ist toll. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die 1 gedrückt habe, also die Wahrheit. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's gotta be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, he'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism. Oh my God, please. Not another history lesson from the man who single-handed. So, Verzeihung. Da stand zu viel im Weg. Ich musste irgendwo langfahren. Ups. Are you finished? Yes. I feel much better. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't. So, ich finde die Amis, also die konservativen Amis auch immer total merkwürdig, dass sie alles immer als Kommunismus ansehen. Die haben überhaupt keine Ahnung, was Kommunismus ist. Aber benutzen das immer als Schlagwort gegen alles, was nicht ihrer Linie entspricht. Ich finde konservative Amis sowieso total grausam. Coombs Automobile, 15.42 Uhr. Der sieht schon schmierig aus. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr anzuzweifeln haben. Not gerade another step. I have got a Buick Century Sedan that would be absolutely perfect for you. Wieso landen wir eigentlich ständig bei irgendwelchen Gebrauchtwagenhändlern? Are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. You have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Was hat der denn für ein Leiden? That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Immer mach. Völlig in Ordnung. Der muss irgendeinen Schaden haben, der Kerl. Sure I can't interest you in a nearly new car, son? I'm all but giving them away to servicemen and cops. Here it is. Got the original pink slip there, too. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Kalifornischer Fahrzeugbrief. John Eugene Archer. Dann wird der wohl der Nächste sein, bei dem wir mal vorbeischauen müssen. Gut. Gene Archer. 146 North Fremont Avenue. Haben wir ja direkt eine Adresse, wunderschön.
Aber wir schauen uns natürlich noch das andere hier an. So, das ist dann die Verkaufsquittung. Ja, wunderbar. Ja, ihr müsst das jetzt nicht nochmal alles unten anzeigen. Och, das ist so nervig. Den Zettel haben wir ja im Prinzip schon gesehen. Gut. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Wahrscheinlich. Ich nehme mal an, dass dann eher die Jean da irgendwie mit drin stecken wird. Ich meine, Gebrauchtwagenhändler sind zwar schmierig, aber ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwelche großen, bösen Sachen macht. Der ist viel zu seltsam dazu. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Okay. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. When exactly did you hand over the check, Mr. Coombs? Close of play on Friday. Warum sollte das jetzt falsch sein? Wüsste ich eigentlich nicht. Nehmen wir mal weiterhin Wahrheit. So with the banks closed over the weekend, I might be able to stop payment. Okay, das war falsch. Weiß ich nicht, warum ich das hätte anzweifeln sollen. Keine Ahnung. This was all above board. Yes, of course it was. Na, das klang aber nach einer Lüge. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. Gut, also auf zu Gene Archer. Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? Hallo? Wollt ihr nicht weiterreden miteinander? Na gut, dann halt nicht. Komm, der gefällt mir, den nehmen wir einfach mal. Hey, 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 what the hell are you doing? Schön. I like you thinking, Phelps. Call it evidence. The guy's an asshole. Pick it up at the pound. Sehr gut, sehr gut. Eingetragene Adresse im Fahrzeugschein. Ab geht's. Damit muss er jetzt klarkommen. Oh, die Kiste ist aber schwer erfällig. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. So, einmal seine Karre beschädigt. Ich halte gerade an, weil wir offenbar noch irgendwas erfragen müssen. Schön, dass wir noch den Zettel in der Windschutzscheibe kleben haben. Der stört ja auch überhaupt nicht beim Schauen. Phelps, 1247. How can I help, detective? Your bankroll burning a hole in your pocket. Are you drunk, requesting mister? An APB on Gene Archer, cracked? Age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Are there any messages for me? A James Belasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Okay. Thank you. Na, da bin ich ja mal gespannt, was der damit zu tun hat. Wir machen trotzdem erstmal rüber zu Gene Archer. Wenn wir es jetzt schon einmal drin haben, kann man erstmal dort hin machen. So, außerdem müssen wir ja die Kiste ein bisschen ausfahren hier. Seltsame Hupe, egal. So,
So, da können wir diesmal auch nicht gestört werden von irgendeinem spontanen Fall. Ach, siehst du mal, es ist ja gleich um die Ecke. Ich dränge mich mal kurz hier rein. Und da sind wir auch schon. North Fremont Avenue, 16:04 Uhr. Empty. Should have known that Archer Broad would have given us a false address. We should go to the station, see what this Belasco guy has to say. Yep. Aber wir haben ja zum Glück schon sie zur Fahndung ausgeschrieben. Wahrscheinlich wird das bloß auch nicht viel nützen, nehme ich an. So, auf zum Revier. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu weit. Wir werden sehen. Also vom Aussehen her finde ich die Karre gar nicht schlecht, aber die ist weitaus langsamer und behäbiger als die anderen, die wir bisher hatten. Ich will mal ganz kurz mit auf die... Warte mal, nein, ich will gar nicht bremsen hier. Ich will mal ganz kurz auf die Karte schauen, ob wir nicht vielleicht wieder irgendwas Verstecktes in der Nähe haben, ein Auto oder so. Nee, sieht aber nicht so aus. Ach so, das war bloß gerade eben... Gut, nee, scheint nichts weiter zu sein. Schauplatz eines Straßenverbrechens, na sieh mal einer an. Das ist sogar gerade an der Kreuzung. Ach, weißt du? Komm. Wir müssen nicht unbedingt gerufen werden und darauf antworten. Wir spielen mal Batman und kommen einfach zufälligerweise an diesen Ort. Oh. Die Polizei wird es schon reparieren. Mach mal einfach so rüber. Dafür muss Zeit sein. Wird schon passen. So, ich habe jetzt bloß nicht geschaut, wie weit das eigentlich ist, aber das war ein ganz schönes Stück, glaube ich, gewesen, dass wir hier noch gerade ausfahren müssen. Verzeihung! Mit den Blechschäden müsst ihr leben. Gut, ach, da wird es auch schon angezeigt. Wunderbar. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Tankstellenüberfall, oder was? Kosmische Strahlung. Oh, ich glaube, der Typ hat einen Eier am Bandern. You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Just calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Oh, ich glaube, es gibt eine Prügelei, huh? Give it up, LAPD. Sehr sympathischer Zeitgenosse. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin ihm ja hinterher. Ich weiß, wo er langgelaufen ist. Die sind immer so wahnsinnig schnell, das ist total merkwürdig. Put your hands in the air like you just don't care. Das fängt auch gleich an zu tanzen hier. So, aber so richtig näher komme ich nicht, ne? Don't make me chase you. Ach, einmal das Rohr hoch, wie immer, und oben stellt er sich mir dann wahrscheinlich. Komm, du hättest ihn gerade voll packen können. Stell dich mal nicht so an, Junge. Oh. Cole, du bist ein Pfosten. Manchmal stellst du dich wie ein Horst an. Warum kann ich dann nicht nach ihm greifen? Er könnte ihm doch einfach mal ans Bein packen. Naja, was soll's. Soll er halt erstmal ein bisschen Vorsprung kriegen. Wir holen ihn ja sowieso noch. Siehste. Farewell, cruel world. Okay, da hatte ein größeres Ei am Wandern, als ich gedacht hätte. Er hat einen ziemlich großen Schaden gehabt. Bukowski guckt auch rein wie, what the fuck, was habe ich da gesehen? Gut, okay, das war ein sehr merkwürdiges Straßenverbrechen. Machen wir uns mal auf den Weg. Äußerst seltsam, äußerst seltsam. So. Tja, wärst du nicht so schnell gefahren, hättest du noch bremsen können, Kollege. Gut, jetzt haben wir mal wenigstens wieder ein bisschen schnelleres Auto. Verzeihung, das tut mir leid. Ja, ich weiß. Es ist unglaublich mit mir im Straßenverkehr. So, aber da kommen wir auch ein bisschen schneller voran und sind wieder schneller bei der Zentrale. Wir haben jetzt nicht mehr viele Anhaltspunkte. Wir haben Gene Archer zur Fahndung ausgeschrieben. Ich nehme an, da wird nicht viel rauskommen, weil der Name wahrscheinlich falsch sein wird. Aber ansonsten bleibt jetzt noch der, den sie gerade hier ins Verhörzimmer gebracht haben, und dann ist nichts mehr übrig. Was machst du denn, Kollege? Könntest du vielleicht mal... Oh, du wirst doch bescheuert hier. Willst du dich jetzt mit mir anlegen? Wir können uns gern prügeln, wenn du willst. Bleib mitten auf der Kreuzung stehen, der Alte.
Nee, unglaublich. So, drive safely, mache ich doch immer. Hat mich schon mal jemand verantwortungslos fahren sehen, also wirklich. So, wir haben schon lange nicht mehr irgendwelche Autos hier gefunden. Mal kurz schauen. Aber wir sind eh gleich da. Hier ist auch nichts in der Nähe. Na gut, dann nicht. Man muss ja mal schauen, wenn wir zwischendurch. So, zurück zum Revier. Zentralrevier, 16.25 Uhr. Detectives, Velasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit papers. Thanks. Aha. Guy gave his wife a tap. Interesting. So müssen wir hier hin, ich glaube schon, ne? Ah ja, Interview Room 2, da ist es richtig. Crummy bastard. Guten Tag. Die Gespräche hier in dem Vorhörraum liefen ja bisher immer richtig gut. I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. This guy must have escaped the loony bin. So, wahrscheinlich wieder dasselbe Spiel. Auf ihn ausgeschrieben. North Framendave, Downtown, ist das nicht schon wieder? Waren wir nicht vorhin schon dort auf der North Framendave? The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Na gut, befragen wir ihn mal. Mal sehen, ob ich diesmal meine ersten richtigen Fragen hier im Verhörzimmer stellen kann. Bisher habe ich ja nur immer falsch gemacht. Where were you taking the car, James? Blow it off, Greenhorn. You'll get nothing from me. Was soll ich da jetzt Wahrheit anzweifeln, Lüge sagen? Ich mach mal anzweifeln. Vielleicht können wir ein bisschen nachhaken und was aus ihm rauskriegen. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. Das klingt doch gut. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Gut, das hat doch schon ganz gut funktioniert, Mensch. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Ich zweifle es mal an. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Jean Archer. Na gut, hätte ja funktionieren können. Ich meine, haben wir ja nichts verloren, wenn wir da einfach mal anzweifeln. Theoretischerweise. Natürlich kriegen wir da einen Punkt für falsch, aber theoretischerweise haben wir ja nichts verloren. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Glaube ich sogar, weil er wahrscheinlicherweise... Gut, er guckt jetzt ziemlich betroffen, ne? Aber ich glaube, es wäre logischer, jetzt vom Organisatorischen her, wenn ich einem Handlanger auch nichts weiter erzähle, was passiert. I want to know about the ownership papers. Who do you get them from? Pick them up along with the car. Always from a different guy, every time. War falsch. Na, danke schön. I had a chance to cooperate, Belasco. Super. See you in 10 years when you get out. Was ein Scheiß. Sorry, es sind immer die Gespräche hier. Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightvall. Gordon Lightvall. Here. I wrote it down. Danke. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. So, schön. Gordon Lightwell, Eigentümer von der Dingens da, von der Druckerei. Machen wir uns auf den Weg. Das ist ja sehr nützlich. Dankeschön. Dann haben wir jetzt wenigstens auch wieder einen Anhaltspunkt. Your GTA suspect Gene Archer? Spotted by a patrolman. Western Union Office, 253 South Hill. Okay. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Wo lang? Okay, dann laufen wir auch gleich. Wenn sie sagen, es ist so nah, dass wir laufen können, dann laufen wir gleich. So, das ist natürlich toll, dass das erst so spät angezeigt wurde. Dann weiß ich natürlich nicht, wo ich hin muss. Bin erstmal in die falsche Richtung gerannt, wie das halt immer so ist. Wäre ich nicht mit dem Auto besser gekommen? Mal ehrlich.
Wenn ich mich in die Karre geworfen hätte, wäre ich 10-mal schneller gewesen. Geh mal zur Seite hier. Oh, ätzend. Halt! Warte, ich nehme jetzt die Karre hier. Raus! Out of the car, police! Ich sehe gerade, jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt bin ich fast da. Was ein Scheiß, da hätte ich ja wirklich hinfahren können, ey.